Willkommen, moin moin Leute. Neue Runde hier im LS22 auf dem friesischen Marsch. Eigentlich sind wir hier fertig auf Feld 77 mit Körnermaisdreschen. Wenn ich aber gerade richtig gesehen habe auf der Übersichtskarte, sah das irgendwie blöd aus und ich glaube, da hinten steht tatsächlich noch eine komplette Reihe Körnermais. Und das ist ein bisschen viel zum Verschwenden und Untergrubbern nachher, oder? Das ist nur unglücklich, denn ich habe alle Mähdrescher schon weggefahren, ja, tatsächlich. Habe ich nämlich aus der Entfernung erst nicht gesehen. Hier steht noch eine ganze Reihe. Ja, so ist es mir gerade eben aufgefallen. Ich denke, hä? Geht das weg in jedem Moment? Wir hatten doch noch eine Reihe. Nee, geht nicht weg. Bleibt da. Na, ja, kann man erstmal nichts machen. Ist wie es. Den schicken wir zum Rinderhof und dann werden wir da sehen, dass wir für den einen Parkplatz einrichten, dass wir hier nur noch Parkplatz klicken müssen und dann fährt er zum Parkplatz zurück. Das wäre toll, was wir hinkriegen. Oder was? Ich hoffe, dass jetzt morgen endlich das Mainboard. Mainboard, ja. Glück. Ich hoffe, dass morgen mal einen neuen Kopf rein. Für Multiplayer am Samstagabend. Ich weiß auch noch nicht. Thema Bluetooth. Wer nutzt von euch denn tatsächlich Bluetooth-Verbindung für Kopfhörer fürs Gaming? Oder seid ihr kabelgebunden? Also ohne Kabel ist natürlich nicer, weil man schon wieder ein bisschen weniger sinnloses, ne, ist ja nicht sinnlos, aber weniger Kabel auf dem Schreibtisch rumliegen hat, aber ich weiß noch nicht, wegen Bluetooth, das immer so nervig ist mit Connection. Alter, was? Der war doch eigentlich schon beim Feld 69, was stimmt denn jetzt hier nicht? Wo will der denn hin? Der ist voll und alles. Was? Hä? Das ist ja krass. Noch wegen, ich glaube, dreimal das gleiche schreiben, Gerd. Oder viermal, dreimal, viermal, immer das gleiche geschrieben. Fünfundsiebzig. Den Platz würde ich mir ja frei behalten für die nächste Version, ne? Meinst hier vorne? Kommt ja. Genau, Tom wollte ich spoilern, ne? Weil Tom braucht schon mal so ein bisschen Informationen, Hintergrundwissen, damit er schon mal sich Gedanken machen kann für sein Muss das Save Game. Und dann zeige ich nochmal kurz die Größen. Also damit man mal sieht, ne, sowas ist eine Brauerei. Von der Größe her. Und neu mit rein kommt ja auf jeden Fall für, das ist die. Da wir erstmal gucken, Gemüse. Da ist die Getreidefabrik. Also ist eigentlich relativ gleich groß. Ja, ich kriege das nicht gerade richtig gedreht da so. Das ist die Getreidefabrik. Dann gibt es ja auf jeden Fall noch L für Lebensmittelfabrik. Wie groß werden die neuen Produktionen? Schöner Titel. D
denn Plantagen? Die sind ein bisschen kleiner, ne? Hier ist die Tannenbaumplantage, das Tannenbaumfeld. Das ist sozusagen, wenn man das jetzt mal zu so einem normalen Feld sieht, ein bisschen schmaler, ne? Das ist aber, kann man sich eigentlich schon orientieren, da wo der Weg ist, sonst das ist halt komplett da weggespart rechts. Und ansonsten ist es gleich. Von der Länge und so weiter ist es gleich. Und Verkaufsstationen, gut, den McDonald's habe ich ja schon platziert, das habt ihr ja schon bei mir auf der Karte gesehen. Und die Baustelle, die beiden sind eigentlich auch, wenn man jetzt, gut, Baustelle ist ein bisschen länglicher. Ja, ist ein bisschen länglicher, der McDonald's ist ein bisschen weiter. Das sind die neuen Geschichten, die in der nächsten Version auf jeden Fall kommen, heute in einer Woche. Und ja. Alter, der war hier schon, wir haben das hier in der letzten Folge beendet. Habt ihr nächstes Mal noch hier vorne drauf geschickt? Irgendwie muss er dann wieder umgedreht sein und ich weiß ja nicht, wo der hin will, ne? Also wir werden schon wieder ein bisschen Platz brauchen, die Produktion. Upgrade Fermenter? Was wolltest du denn? Nö. Nee. Honig pur essen. Den Kratzen im Hals. Ja, da sind es also mit Tee mit reinrühren. Also ich habe eher gerne morgens tatsächlich immer erstmal ein Honigbrot gegessen. Wenn er gerade nach dem morgendlichen Duschen, dann löst sich der Schleim, man kann ordentlich Gelbes abpusten, richtig schön eklig. Aber befreit auf jeden Fall. Und wenn man den Kram erstmal losgeworden ist, hier Schnodder und hier Lupusten, so nach dem Motto. Ein schönes Honigbrot morgens und dann ist gut für den Hals. Deswegen ging es Shelly auch schlechter, weil sie hat es nicht gemacht. Sechs Gärreste als Nebenprodukt für den Separator. Ach, so ein bisschen die Sapsche davon, ne? War die Idee. Ja, aber dann würde ich das ja nur irgendwie einbauen, ohne eine optische geschickte Darstellung zu haben, ne? Weil dann noch einen Tank irgendwie ranzusetzen, das wird bei vielen dann irgendwie Probleme bereiten, weil es schon irgendwo irgendwie steht. Shelly geht einigermaßen. Sitzt nebenan, macht gerade ein bisschen Homeoffice. Also so, ne? Und hustet ja. Jetzt. Und der Lappen aus der Apotheke. Hui, riecht Salz, kenne ich. Spülen der Nase, das ist aber auch eklig. Deswegen will er mal ganz runter rumfahren, weil er von hier nicht 69 anfahren kann. So, Tiger ist fertig. Dann geht's jetzt. Ach Mist, ich habe den Anhänger vergessen. Och. Wollte doch den Hackschnitzel-Anhänger mit reinbringen, damit wir Hackschnitzel kriegen können. Ja gut, machen wir ja das Silo gut voll hier beim Rinderhof, das große Silo. Mit den Zuckerrüben. Und von da können wir dann ja den Anhänger befüllen. Auch, das ist ja auch nicht schlimm, das macht nichts. So, 56. Nicht ganz geschickt, aber wir hätten zwischendurch immer schon eine gute Ladung einstreuen können, sozusagen. Weil von da unten brauchen wir das nirgends anders hinfahren, ne? Das kommt alles dann ins Rinderhof-Silo. Ja.
Shelly braucht Eis für den Hals. Ja, Stege, ne? Vielen Dank, Stege hat ja hier richtig cool geschickt, dieses, wie heißt das? Für den Kaufmannsladen sozusagen, für die Kinder sozusagen, so ein kleines Eis, so eine Eistruhe, Spielzeugeistruhe mit auch kleinem Spielzeugeis drin. Das ist echt süß, vielen Dank. Die Kinder haben gleich damit gespielt heute und sich Eis verkauft. Aber ich glaube eher, die haben sich Eis genommen einfach. Ich habe es nicht bezahlt. So. Ja, Tabak wird auch erstmal eingelagert, ne? Bei denen diese eine Reihe Mais noch dreschen lassen in der Zwischenzeit, wo es echt ein bisschen nervig, weil er sich da irgendwo festhängt oder. Mal gucken, wie weiterkommt. Willkommen in Ihrem Glas. Feld 8 sieht noch gut aus. Muss natürlich dann auch gepflügt werden, nachdem es gemulcht ist. Schönen Abend noch. Ja, wie gesagt, ne? Kein Stress. YouTube-Kommentar, das kriege ich hin. Discord-Hilfe ist schon völlig ausreichend. Vielen Dank. So, das war die eine Ladung Hackschnitzel. Kleegras. Moment, da Kleegras. Na, schick den doch erstmal in den LKW-Parken am Hof. Da gehört er denn ja eigentlich auch hin. Der BM hat ja auch nichts geschafft. Ja, also morgen Vormittag, Freitag Vormittag wahrscheinlich kein Wilder Westen. Uff, irgendwie Getreide. Ja, wahrscheinlich wieder morgen Abend. Weil ich ja morgen Vormittag zum Zahnarzt muss. Wenn er eine Krone wieder den Rest rausnehmen lassen, weil die gebrochen ist. Ein bisschen neue Abdrücke genommen werden, diesen ganzen Quatsch. So. Das kommt in den Hof. Kein Ernte sind. Oha, da wünsche ich nicht viel Spaß. Ich brauche ein neues Safe-Game. Schon wieder ein neues Safe-Game. Mindestens eins. Das ist aber auch echt mieses Gameplay. So.
Guten Abend, moin moin. Der Vorteil, morgen ist frei. Ja, weil du hier krank bist. Also, ne? Frei in Anführungsstrichen. Das ist 58. Hä? Ach, 56. Den habe ich auch richtig geschickt, aber der ist auch noch nicht weit gekommen. Macht auch keinen Sinn. Warte mal, tanken. Ja gut, wir tanken an der großen Tankstelle. Oh, die Karriere läuft relativ schnell rückwärts und das läppert zusammen. Tanken vorher. Nutzung hat er eigentlich praktisch gut wie keine, 0,7 nur. Ich habe auch kurz überlegt, ob wir Klee schon mähen. Aber weil das ist die erste Erntereifstufe und das wird schon ein bisschen schaffen. Aber es muss ja bis November noch wachsen, dann haben wir die volle Erntereifestufe, dann haben wir Kleeheu für ewig. Es wird alles Kleeheu werden. Dann können wir die Pelletsproduktion komplett voll machen und eine Ballenhalle dahinter komplett voll machen. Und haben für immer Klee-Pellets. Kleeheu-Pellets. Überstunden abbummeln, okay. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal einen Vormittag im Büro paar Stunden brauchen. Unterstützend. Oh, beim Roder an der Tanke, ne? So gewöhnt man sich vielleicht dran. Es gibt auch viele, die sagen eher, umso eher daran, umso eher davon. Ne? Wenn du so mitten am Tag aufstehst und dann bis abends arbeiten, ist es auch so ein, naja, ist halt so ein. Man gewöhnt sich an alles. Ich versuche es ja 16-fach. Spaß, Erfolg. Ich glaube, Black Force wollte auch damit anfangen. Da muss man auf jeden Fall ein neues Savegame anfangen. So. Unsere frisch erworbenen Zuckerbeeren. Vielen Dank. Vielen Dank für die 400 Bits. Gute Nacht. Danke dir für deinen Support. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, guck mal, Twitch läuft jetzt auch durch da. Vielen Dank. Ich habe gar nicht gesehen, dass hier auch mit angezeigt wird. So. Weich? Weich, ne? Ja, weich. Deine animierten Emote-Slots wurden gerade verdoppelt. Twitch-Nachrichten. Danke für die Nachricht, Twitch. Und schon wieder sein gemeinsames Jahr auf Twitch vorbei. Zeit, dass wir zusammenkommen und Gebühren feiern. Hol dir jetzt deinen personalisierten
Recap. Weiß nicht, wie das funktioniert. Das müsste ich ja im Stream einbinden, oder was? Dein Jahr gut gespielt. Vergiss nicht, deinen Recap zu streamen. Teile deinen Twitch-Recap. Teilen. Wie auch immer. Der persönliche Jahresrückblick. Ja, genau. Das gibt es für Zuschauer, das gibt es als hier Streamer und drei unterschiedlichen Geschichten, ja. Grüß zurück. Da ja, müsste man mal irgendwo posten, also als YouTube-Nachricht oder keine Ahnung. So, mit Hashtag oder bei Insta oder so. Was muss Shelly machen? Da steht dann einfach Anzahl der zugesehenen Stunden, alle Streams, neue Follower, neue Abonnenten, gesendete Nachrichten im Chat insgesamt. Also ihr alle, ne, ihr Leute zusammen. Die Emotes und die Top-Spiele, die ich am meisten gespielt habe. Aber gut, das kann man sich auch so an. Kriegt man gerade noch so zusammen. So, warte mal. Markus, vielen Dank für den 17. Monat. Vielen Dank, danke dir. Jetzt gespeichert? Ne, habe ich noch nicht gespeichert. Muss ich noch speichern. Recap, nichts für Leute, die auf flackernde Bilder reagieren. Das Game, nicht die persönlichen Erfolge. So, es gibt auch eben so ein Spiel, ne? Wo man gemeinsam Punkte machen kann, oder wie ist das? Jemand Ahnung von? Ich nicht. Naja, muss ich leider mal gucken, wo jetzt die YouTube-Folge irgendwie so ewig lange wird hier. Facebook könnte ich das teilen. Was ist verknüpft? Insta ist ja nicht verknüpft. Ich poste das einfach. Habe ich das erledigt? Hashtag ist so. Muss ich doch noch Hashtag Recap oder was? Mir zu kompliziert. Muss man sich vielleicht erstmal alles durchlesen, ne? Oder rodet hier auf jeden Fall. Auch nicht besonders viel sagen, der ganze Quatsch hier. So. Aber fehlt doch noch ein zweiter Abfahrer. Ich glaube, den haben wir auch zu 58, ne? Parkt er da?
Machen wir 56 draußen und fährt auch dahin, wo er soll. Natschen Sie Lüdenscheid, ne. Oh, der Beinsammler hat gut gesammelt. Der Husten von Shelly klingt noch ganz schön fest, sagt Otto. Was hast du eigentlich von einem Preis pro Hektar kalkuliert auf deinem Marsch? Muss ich mal ausrechnen. Ich kann nicht genau sagen. 40.000? Ich weiß nicht mehr. Muss du mal rechnen. Also, ne, das ist ziemlich pauschal immer relativ identisch, ne? Kannst ja hier sehen, wenn du jetzt hier ein Land siehst mit Precision Farming, welches besitzen wir noch nicht? Grasland, glaube ich, war ein bisschen günstiger als Ackerland, habe ich mal so eingestellt. Müsste 34, die besitzen wir noch nicht. Kostet 372.000, ist auch kein Rabatt durch 6, sind ja fast 60, sind ja 60.000. Ja. Ja, ca. 60. Ist das Land hier, ne? So, aber beste Zeit auch schon wieder. 27 sehe ich gerade. Gut, ist ja auch zum Ende ein bisschen eh nichts gearbeitet. Ich habe nur geguckt, wie ist ein Twitch-Recap. Keine Ahnung. Vielen Dank fürs Reinschalten. Kurze Pause. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.